Das Thema heute Abend ist Samadhi oder Konzentration oder Sammlung. Gestern Abend habe ich nochmal so einen Überblick gegeben über die ersten Schritte vom Spiralpfad, von ja, Gewahrsein des Leidens bis zum intensiven Freude, und dann habe ich weitergeredet über Beruhigung und Glückseligkeit. Gestern Abend hat Sarati mich darauf gewiesen, dass es möglicherweise ein Missverständnis geben könnte in etwas, was ich gesagt habe. Und deshalb möchte ich das doch nochmal klären. Ja? Ich habe da gesagt, dass das spirituelle Leben damit anfängt, dass man akzeptiert, dass das normale weltliche Leben unbefriedigend ist. Ja? Und dann, dass man dann vielleicht auch auf der Suche geht nach einer Alternative. Man kann das möglicherweise falsch verstehen, dass man akzeptiert, dass das weltliche Leben unbefriedigend ist. Und darum will ich das nochmal ganz klar machen, anhand von den vier Wahrheiten des Buddha. Die habe ich in einem von meinen früheren Vorträgen erwähnt, und die werde ich jetzt nochmal erwähnen. Also die vier edle Wahrheiten des Buddha, das sind vier Wahrnehmungen, die der Buddha gemacht hat. Und die erste Wahrnehmung hängt sehr stark zusammen mit dem ersten Schritt auf dem Spiralpfad. Und das ist die Wahrnehmung, dass das weltliche Leben, Samsara wird das auch genannt, dass das leidvoll und unbefriedigend ist. Das ist hier. Die zweite Wahrnehmung, die ich auch erwähnt habe in meiner Zusammenfassung gestern, ist, dass der Buddha wahrgenommen hat, dass die Ursache von diesem Leiden oder dass das Leben unbefriedigend ist, ist in unserem eigenen Geist, und das ist Begierde. Dann hat der Buddha noch zwei weitere Wahrnehmungen gemacht, und das ist, dass es zwar das weltliche Leben gibt, was unbefriedigend ist, aber dass es auch einen Zustand gibt, dass dieser Zustand ist das Ende alles Leidens. Ja? Dieser Zustand ist Erleuchtung, wo das Unbefriedigende nicht mehr da ist. Ein Zustand, der völlig befriedigend ist, wo kein Leiden ist. Und die vierte Wahrnehmung ist dann, dass es einen Weg gibt zu diesem Zustand. Also es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Das sind vier Wahrnehmungen, aber der Buddha hat gesagt, dass das, also die hat das als Wahrheiten formuliert. Also die hat gesagt, das sind Wahrnehmungen, die stimmen. Aber man kann das selbst nachprüfen, in seiner eigenen Erfahrung, ob das stimmt oder nicht. Jetzt gibt es verschiedene Weisen, worauf dass man das akzeptieren kann, sozusagen. Wenn ich sage, ich formuliere es anders. Es gibt sehr viele Menschen, die akzeptieren nicht, dass die erste Wahrnehmung, dass das weltliche Leben leidvoll und unbefriedigend ist, dass das stimmt, ja, dass das wahr ist. Ja. Die akzeptieren das nicht. Die sagen, nee, das ist doch nicht so. Das Leben ist doch, macht doch Spaß, und das ist doch gut, und das ist doch schön, und das läuft doch alles gut. Ja. Und das ist, was der Buddha sagt, das ist eine große Illusion. Hm. Und das beste Beispiel, was man von dieser Art von Illusion hat, ist die Welt, die uns vorgespiegelt wird in Fernsehwerbung. Ja? Wenn man Fernsehwerbung sieht, dann sieht man genau, was diese Illusion ist. Ja, da wird die Welt gezeigt als etwas, was wunderschön ist, ja? Wenn man die richtige Margarine isst, ja? Oder wenn man das richtige Fahrrad oder die richtige Auto hat und so weiter. Ja, da hat man die ideale Kernfamilie mit Vater, Mutter, zwei Kinder, ja, ein Mädchen, ein Jungen und ja, ein Auto. Und das sieht alles perfekt aus. Ja? Das ist die große Illusion. Und die meisten Menschen glauben, dass das stimmt. Ja? Also die akzeptieren nicht, dass diese Wahrnehmung, diese Wahrheit, dass sie wahr ist. Ja? Dann gibt es eine zweite Kategorie von Menschen, die akzeptieren diese erste Wahrheit. Die sagen, ja, das Leben ist unbefriedigend oder das Leben ist sehr schmerzhaft und kommen nicht damit klar. Ja? Aber diese Kategorie von Menschen kommt nicht weiter. Ja? Die bleibt bei dieser Wahrheit stehen. Ja. Und die akzeptieren, dass diese Wahrheit wahr ist, dass es stimmt, aber fangen nicht an, sich zu entwickeln. Die bleiben in diesem Sumpf von Unbefriedigtsein, von Leiden. Ja. Und das kann so weit gehen, dass sie sich vielleicht, dass manche Leute bringen sich um, weil sie nicht keinen Ausweg mehr sehen. Ja. Und dann die dritte Kategorie von Menschen, die und das ist, warum es hier geht in Zusammenhang mit dem Spiralpfad, ja, die akzeptieren, dass all diese Wahrnehmungen stimmen. All diese vier Wahrnehmungen stimmen. Ja. Also, dass es stimmt, dass das weltliche Leben unbefriedigend ist. Ja. Dass es stimmt, dass die Ursache
im eigenen Geist ist Begierde. Ja, das ist, stimmt, dass es auch einen Zustand gibt, wo das Ende des alles Leidens stattgefunden hat. Und dass es stimmt, dass es einen Weg gibt, der zum Ende des Leidens führt. Also, das habe ich da wirklich damit gemeint, dass der Spiralpfad damit anfängt, dass man akzeptiert, dass diese Wahrheiten wahr sind. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass man nicht akzeptiert, da so weiterzumachen. Also das Nicht-Akzeptieren ist, auf diese erste Stufe zu bleiben. Man sagt, okay, ich akzeptiere nicht, dass mein Leben unbefriedigend ist. Ich akzeptiere nicht, dass da kein Ausweg ist. Ich suche mich einen Ausweg. Ich mache etwas, was wirklich befriedigend ist. Ich gehe auf der Suche, bis ich das finde, was mich weiterhelfen wird. Also in diesem Sinn akzeptiert man Samsara nicht. Aber man akzeptiert die vier Wahrheiten. Damit hoffe ich, das dann auch geklärt zu haben. Noch ein zweites Missverständnis möchte ich klären. Das ist ein Missverständnis, dass man sagt, okay, wenn das weltliche Leben dann leidvoll und unbefriedigend ist, bedeutet das dann, dass man nichts mehr genießen kann. Da will ich das Folgende drauf sagen. Man kann das Leben genießen, man kann es sehr genießen. Das Leben ist wunderbar. Die Sonne ist wunderbar. Die Natur ist wunderbar. Yoga ist wunderbar. Meditation ist wunderbar. Menschen sind wunderbar. Horst ist wunderbar. Julia ist wunderbar. Max ist wunderbar. Gunnar ist wunderbar. Ich bin wunderbar. Es gibt so viel Schönes im Leben und man kann das alles genießen. Und das ist auch völlig in Ordnung, das alles zu genießen. Der Punkt ist, die Wirklichkeit ist einfach, was sie ist. Ja? Aber die kann man auf zwei Weisen wahrnehmen. Man kann es wahrnehmen mit einer Geistesverfassung, die von Gier, Hass und Verblendung geprägt ist. Und dann nimmt man diese Wirklichkeit als Samsara wahr. Und Samsara ist das leidvolle, das unbefriedigende Leben. Oder man kann es wahrnehmen mit einem Geisteszustand, die von Weisheit und Liebe und Metta und Mitgefühl geprägt ist. Ja, und dann nehmen das Leben wahr als Nirvana. Und das ist, ja, das ist die völlige Befriedigung. Also, wir sind noch nicht so weit, dass wir Nirvana sehen können. Aber auf dem Weg dahin können wir das Leben genießen. Können wir das Schöne im Leben genießen. Ja? Eigentlich ist es so, dass man sagen kann, dass eine von den Türen, die Zugang gibt zu Erleuchtung, zu Nirvana, ist der Tür der Schönheit. Ja? Der Tür von Schönheit in Kunst zum Beispiel, Schönheit in Natur, Schönheit, die nicht schön ist, weil es aus sozusagen beschränkte Ideen geschaffen ist, aber Schönheit, die schön ist, weil sie in Harmonie ist mit der Wirklichkeit, weil sie ja etwas ja Großartiges hat, etwas Spirituelles hat. Also man kann zwei Gründe haben, um einen spirituellen Weg zu folgen. Ein ist, weil man von Samsara wegkommen will, ja. Aber ein anderer Grund ist, weil man in die Richtung von Nirvana gehen will. Etwas, was so schön ist, was eine bleibende, dauerhafte Freude gibt, was völlig befriedigt. Und beide Wege bringen uns weiter. Also, das wollte ich auch nochmal zu den vorherigen Vorträgen dazufügen. Ja, eigentlich haben wir das schon gesehen, bis hin zu weisen, dass dieser Weg zu Nirvana auch vieles Schönes zu bieten hat, ja. Weil wir haben über Freude geredet, intensive Freude, Verzückung. Wir haben über Glückseligkeit geredet, ja, Glücksgefühle. Aber das ist auch noch immer, sind nur immer noch Stufen. Weil es geht weiter. Also was passiert, wenn wir wirklich glücklich sind? Wenn wir wirklich glücklich sind, dann sind wir positiv. Es gibt keine negative Emotionen. Also wir verweilen nicht in negative Geistesverfassung. Wenn wir wirklich glücklich sind, haben wir keine Bedürfnisse an Ablenkungen. Wir sind einfach in diesem Augenblick hier völlig anwesend, wir sind glücklich und warum sollen wir abgelenkt werden? Diese Erfahrung, die wir jetzt haben, befriedigt uns völlig. Also es gibt keine Neigung, in eine andere Erfahrung reinzugehen, eine andere Erfahrung zu verlangen. Wir sind einfach in dieser Erfahrung, in diesem Augenblick und das reicht uns völlig. Also wir flüchten nicht in Fantasien und Erinnerungen. Wir sind in diesem Augenblick völlig anwesend. Wenn wir wirklich glücklich sind, dann fließt unsere Energie. Ja? Wir sind nicht blockiert. Unsere Energie ist frei. Unsere Energie steht voll zur Verfügung. Wir sind lebendig. Wir sind wach. Und wenn wir wirklich glücklich sind, dann sind wir auch klar. Wir sind klar und bewusst und auch voller Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also wenn wir in so eine glückliche, positive, lebendige und klare Geistesverfassung sind,
dann ist es für uns sehr leicht, konzentriert zu werden. Glücklich sein und Konzentration gehen zusammen. Wenn man glücklich ist, wird man konzentriert. Auch wenn man konzentriert ist, wird man glücklich. Wenn wir konzentriert sind, dann kommen alle geistigen Energien zusammen. Und in dieser geistigen Energien gibt es keine Konflikte. Die fließen wirklich zusammen in einen Fluss. Da gibt es keine mehrere Richtungen. Alles geht in eine Richtung. Da ist Einklang, da ist Harmonie. Und das ist, was Samadhi ist. Diese, ich glaube, siebte Stufe auf dem sechste Stufe auf dem Spiralpfad, Samadhi, Konzentration oder Sammlung. Ein Zustand, wo all unsere Energien miteinander völlig in Einklang sind. Ja, wie merkt man, dass man konzentriert wird? Wie merkt man das? Wie merkt man in Meditation, dass man konzentriert wird? Da gibt es mehrere Sachen, worauf man achten kann, um zu beobachten, dass man mehr konzentriert wird. Erstmal merkt man, dass man relativ mühelos mit der Aufmerksamkeit bei dem Meditationsobjekt bleiben kann. Ja, wenn wir nicht konzentriert sind, dann merken wir, dass wir ständig abschweifen. Und wir müssen uns wirklich bemühen, wir müssen wirklich eine ganze Menge Energie reinstecken, um mit der Aufmerksamkeit das Meditationsobjekt festzuhalten. Wenn das plötzlich viel leichter wird, ja, wenn man merkt, ich muss jetzt viel weniger Energie reinstecken, um das zu behalten, es geht eigentlich ziemlich mühelos, ja, dann merken wir, wir sind jetzt konzentrierter geworden. Also es gibt keine Ablenkungen mehr oder nur sehr wenig. Und die Meditation fließt, ja, alles geht viel, viel leichter. Das ist ein Kennzeichen davon, dass wir mehr konzentriert geworden sind. Ein anderes Kennzeichen davon ist, dass die Meditationshindernisse nicht mehr da sind. Die Meditationshindernisse sind Sachen sozusagen, die uns hindern, um mehr konzentriert zu werden. Es sind alle Sachen, die durch unseren Kopf gehen. Es sind unsere Vorstellungen. Es ist Mangel an Energie oder mehr an Energie. Es gibt eigentlich, traditionell gesehen, gibt es 5 Hindernisse. Alle Hindernisse, die man in Meditation geistig erleben kann, kann man in eine von den 5 Kategorien unterbringen. Die habe ich hier nochmal aufgeschrieben. 5 Hindernisse. Das erste Hindernis in Meditation ist Begierde nach sinnlichen Erfahrungen. Also was bedeutet das? Man kann es vielleicht grob umschreiben mit Lust. Es ist ein Begierde, etwas haben zu wollen. Man will etwas und man macht sich Vorstellungen darüber, was das ist. Zum Beispiel, es kann sein, dass man in der Meditation plötzlich die Vorstellung kriegt von einer Tasse Tee oder eine Tafel Schokolade. Das ist eine sinnliche Begierde. Oder man kriegt vielleicht eine Vorstellung von einem schönen Strand irgendwo an einer Insel mit Palmbäumen und so weiter, dass man gerne dahin gehen möchte. Das ist auch eine sinnliche Begierde. Oder man kriegt Erinnerungen von Sachen, die man gerne hat. Zeiten, die schön waren, und man spielt diese ganze Erinnerung nochmal ab. Und indem man das macht, ist man natürlich völlig weg vom Meditationsobjekt. So Standardarten von dieser sinnlichen Begierde sind zum Beispiel Essen und Trinken. Sexuelle Fantasien gehören dazu. Auch tolle Ideen. Manchmal hat man solche tolle Ideen in der Meditation. Plötzlich denkt man, das Problem, das ich hatte, das kann ich so lösen. Und man arbeitet es aus, Da kommt eine ganze Reihe von Gedanken, kommt dazu. Man hat eine große Struktur, wie man das Problem lösen kann. Und nach der Meditation, dann denkt man, was war das auch wieder? Hat man es vergessen? Oder, wenn man noch dran denkt, denkt man, das war Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach, unsere Geist hat sich verloren in all diese tolle Ideen, Oder, auch was so ein typisches Hindernis ist, wenn man verliebt wird. Man muss mal probieren, wenn man verliebt ist, um dann die Metta-Bhavana zu machen. Und da gibt es 5 Phasen. In der ersten Phase konzentriert man sich auf die Person, worauf man verliebt ist. In der zweiten Phase konzentriert man sich auf die Person, worauf man verliebt ist. Und so geht es weiter bis zum 5. Phase, und dann konzentriert man sich auf alle Lebewesen, worauf man verliebt ist. Also das sind typisch so sehr starke Sachen, die dann unseren Geist beschäftigen und die uns vom Meditationsobjekt weghalten. Kann schon sehr schön sein, sich darin einzuleben, aber es ist keine Meditation. Ja, dann das Gegenteil davon, das ist Überwollen
oder Abneigung. Das ist, wenn man etwas nicht haben will. Zum Ersten will man etwas haben, hier will man etwas nicht haben. Man ärgert sich über etwas oder man spürt Hass oder ja, es kann auch sein, dass Überwunden sich äußert, dass man einfach keine Lust hat zu meditieren. Man hat einen großen Widerstand und sagt so innerlich nein. Ja? Diese Überwunden oder vor allem Abneigung kann auch sehr stark werden in der Metabhaphase, in der vierten Phase, wenn man ja, sich eine Person vorstellt, die man nicht gerne hat. Ja? Und wenn unsere Metta in diesem Augenblick nicht stark genug ist, wenn wir nicht stabil genug sind und diese Person eine starke Abneigung in uns hervorruft, dann wird die Abneigung manchmal so groß, dass wir unsere Metta nicht festhalten können. Und dann verlieren wir uns in Ärger. Ja? Und dann fangen wir an, vielleicht ganze Streitgespräche zu führen. Ja? Und das ist damals gesagt, und nächstes Mal werde ich dir das sagen. Und so geht das weiter. Kann man ganze 10 Minuten damit verbringen, also innerlich Dialoge zu führen oder Monologe und diese Person mal wirklich einmal runter zu buttern, ja? Was wir normalerweise natürlich viel zu viel Angst haben, das zu tun. Ja? Bei der Meditation geht das. Also diese zwei Hindernisse sind die zwei Haupthindernisse, die unsere Emotionen betreffen. Ja? Also das, was ja, Zuneigung und Abneigung betrifft. Das, was wir haben wollen, das, was wir nicht haben wollen. Die nächsten zwei Hindernisse haben mit unserer Energie zu tun. Unsere Energiegleichgewicht. Das dritte Hindernis ist Unruhe und Besorgtheit. Hier gibt es zu viel an unkontrollierter Energie. Und dies äußert sich in unserem Körper, ja, dass unser Körper sehr unruhig ist. Wir können nicht still sitzen. Ja, wir müssen unbedingt an dem Kopf kratzen. Oder unbedingt unsere Decke nochmal anders legen. Oder es kann auch sehr stark das Gefühl sein, ich will einfach ausstehen. Ja, ich will einfach raus. Oder ich muss mich bewegen. Ja. Diese innerliche Unruhe im Körper. Oder es kann mehr geistig sein, eine geistige Unruhe. Ja, dass man sich mit Problemen beschäftigt, Sorgen, die man hat, die sehr stark nach vorne kommen. Und man geht ständig in Kreise herum. Ja? Also es ist keine kreative Nachdenken über ein Problem, das man hat. Es ist sehr, sehr unkreativ. Es ist eigentlich sehr destruktiv. Dass man immer in Kreise rumgeht und sich Sorgen macht über eine bestimmte Sache. Eine von meinen favoriten Hindernissen. Ja, dann das Gegenteil ist Trägheit oder Müdigkeit. Hier hat man zu wenig Energie. Und das ist nicht eine Folge davon, dass wir vielleicht zu wenig geschlafen haben. Es kann sein, dass wir völlig ausgeruht sind. Aber sobald wir uns hinsetzen, kommt Schläfrigkeit. Ja, fängt man an, so nach vorne zu fahren ständig. Man kennt das wahrscheinlich. Ja, so allmählich, dann kommt so ein Wolke im Geist. Alles wird nebelig. Und dann plötzlich merkt man, dass man mit der Nase fast an dem Boden ist. Und wieder hoch. Ja. Also wie gesagt, diese Art von Hindernis hat nichts damit zu tun, dass wir zu wenig geschlafen haben. Wenn wir in so einem Hindernis sind und wir hören mit der Meditation auf, dann merken wir oft, dass wir eine ganze Menge Energie haben. Also das war es nicht. Also diese Trägheit ist mehr ein Widerstand. Das ist ein geistiger Widerstand. Unser Geist will sich nicht konzentrieren. Aus irgendwelchem Grund sagt unser Geist, ich will nicht weitergehen, also ich schlafe ein. Ja? Oder ich werde einfach sehr, sehr träge. Oft sind die beiden Hindernisse, so zu viel Energie, zu wenig Energie, die haben auch emotionale Hintergründe. Ja, es kann sein, dass da emotional etwas nicht stimmt. Besorgtheit zum Beispiel kann in Besorgtheit reingehen, es kann auch in Trägheit reingehen. Wir schalten ab, unser Geist geht zu. Ja. Oder unterdrückte Fantasien, unterdrückte Wünsche, auch sexuelle Fantasien, also was weggedrückt wird, kommt oft in Schläfrigkeit raus. Ja. Weil wir haben etwas weggedrückt und dann steht unsere Energie nicht mehr zur Verfügung. Und unsere Energie haben wir benutzt, um das, was wir nicht haben wollen, wegzudrücken. Also, dann werden wir schläfrig, dann werden wir müde und träge. Dann, das fünfte Hindernis ist Zweifel oder Unentschiedenheit. Hier geht es nicht um sozusagen richtige Zweifel, dass man sich über etwas unsicher ist und nochmal darüber nachdenken will und ja, man zweifelt, ob das, was man tut, richtig ist, weil man sich noch nicht ausreichend informiert hat. Es ist mehr ein Zweifel, die irrational ist und eine Unentschiedenheit, die wieder ein Widerstand ist. Ja, ich lasse mich nicht auf diese Meditation ein. Ja? Ich halte mich zurück. Ich bleibe am Rande. Und diese Zweifel kann sich äußern, solche Gedanken wie, wir machen jetzt mit Metta-Bhavana, aber ich bin nicht sicher, ob ich das im Augenblick brauche. Vielleicht brauche ich die Vergegenwärtigung des Atems. Das kann eine rationale Überlegung sein, aber mit diesem Hindernis ist es nur ein
eine Weise, um dafür zu sorgen, dass wir nicht anfangen zu meditieren. Oder es kann die Gedanke sein, ich weiß eigentlich nicht, ob Meditation überhaupt richtig ist. Oder ich glaube, dass ich sitze jetzt auf einem Bänkchen, aber es sollte doch eigentlich wirklich ein Kissen sein, oder? Die Meditation ist schon gut, aber Bodhimitra leitet da. Das ist nicht in Ordnung. Also alle solche Überlegungen, die am meisten keine rationalen Gründe haben, ja, die dafür sorgen, dass wir nicht unsere Energie einsetzen, um zu meditieren. Das sind einfach Tricks. Unsere Geist hat unheimlich viele Tricks, um zu vermeiden, dass es tiefer geht. Und da, ja, darunter gibt es vielleicht auch Elemente noch von Angst, ja, dass wir Angst haben für das, was kommt, Angst für das Unbekannte. Also wir benutzen diese Tricks, um aus der Meditation zu bleiben, in diese Hindernisse zu bleiben, aber letztendlich ist es natürlich nicht, was wir wollen. Es gibt Methoden, die man benutzen kann, um mit diesen Hindernissen zu arbeiten, ja, um diese Hindernisse zu überwinden. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das wird vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir können das in den Gesprächsgruppen morgen ansprechen. Also, wenn wir konzentriert sind, dann sind solche Hindernisse nicht anwesend. Ja? Unser Geist ist frei von all diesen Zwanggedanken. Was sind Zwanggedanken? Wenn wir davon frei sind, gibt es noch immer Gedanken. Ja, dieser Zustand, wenn die Hindernisse aufhören, ist nicht ein völlig gedankenfreier Zustand. Das sind Gedanken, aber die sind nicht mehr so zwangneurotisch. Und diese Gedanken, die dann übrig bleiben, haben nur noch mit der Meditation selbst zu tun. Ja, wie merkt man dann sonst noch, dass man konzentriert wird? Die innere Welt stabilisiert sich. Wenn man noch in Hindernisse rein ist, dann hat man das Gefühl, dass man hin und her geworfen wird. Ja, alles ist unruhig im Kopf. Aber wenn das aufhört, dann wird unser Geist ruhig, es wird stabil. Unsere Gedanken werden langsam und klar und gerichtet. Unsere Emotionen werden leicht und positiv. Ja, schleppen uns nicht in alle Richtungen mit. Und das vierte, was passiert, woran man es auch noch merken kann, dass man konzentrierter wird, ist, dass die äußere Welt sich sozusagen zurückzieht. Das bedeutet nicht, dass man von den äußeren Welt nichts mehr merkt. Ja, man kann auch immer zum Beispiel hören, dass es draußen Vögel gibt, oder dass jemand sich bewegt im Schreinraum. Aber vorher, wenn wir noch in den Hindernissen rein sind, dann sind Geräusche, die wir hören, oft so etwas, was uns stört oder was wir sofort greifen mit unserem Bewusstsein. Ja, wir hören die Vögel, Vögel, und dann sind wir da draußen bei den Vögeln sozusagen. Unser Geist greift das als Ablenkung und bringt uns aus der Meditation raus. Aber wenn wir in Konzentration sind, dann sind die Geräusche zwar noch da, aber unser Bewusstsein ist sozusagen davon mehr entfernt. Wir nehmen es wahr, aber sind nicht mehr drin. Also die Welt zieht sich zurück und wir sind mehr und mehr so innerlich mit der Meditation beschäftigt sozusagen. Also diese Zustand, die ich beschrieben habe, in diese vier Arten und Weisen, ja, dass die Hindernisse nicht mehr da sind, dass die Konzentration relativ mühelos wird, dass die innere Welt sich stabilisiert und dass die äußere Welt sich zurückzieht. Dieser stabile Zustand heißt Zugangskonzentration. Also das ist die erste, ein wenig höhere Stufe in der Meditation, Zugangskonzentration. Und es heißt Zugangskonzentration, weil es Zugang gibt. Es gibt Zugang zu höheren Geisteszuständen. Und das ist sehr wichtig in Verbindung mit Samadhi, mit Konzentration. Samadhi bedeutet eigentlich nicht nur Konzentration, es bedeutet auch das Verweilen in höheren Geisteszuständen. Das Verweilen in einem höheren Bewusstsein. Also was meine ich damit höher? Höher bedeutet hier, dass diese Geisteszustände an unserem normalen Bewusstsein vorbei sind. Sie sind anders, sie sind ungewohnt. Sie sind klarer, verfeinter, positiver, reicher, balancierter und befriedigender. Es gibt eigentlich drei Bewusstseinsebenen, die man erfahren kann. Und die haben auch bestimmte Namen. Das sind diese drei Ebenen. 1, 2, 3. Ja? Und die untere Ebene ist die Ebene, wo wir normalerweise sind. Kama Loka heißt das. Ja? Kama bedeutet Begierde, sinnliches Begierde. Vielleicht kennt man das Wort, ein Wort, wo Kama drin vorkommt, was viele Leute kennen, ist Kama Sutra. Ja? Das ist das einzige Sutra, was weltweit bekannt ist. Es ist kein buddhistisches Sutra, es ist ein hinduistisches Sutra und es handelt um Sex. Darum ist es sehr bekannt.
Eigentlich handelt es vielmehr um bestimmte Sitten, die mit Sexualität zu tun haben im alten Indien. Aber weil das mit Sex zu tun hat, heißt es Kama Sutra. Also Kama ist die Welt von sexueller Begierde, aber auch Begierde im Allgemeinen. Also Kama Loka bedeutet hier, das ist die Welt, wo unser Bewusstsein vor allem geprägt ist von sinnlichen Begierden. Ja, das ist, was uns beschäftigt, was wir haben wollen. Oder wenn man es umkehrt, kann es Abneigung sein. Ja, wenn wir nicht kriegen, was wir haben wollen, dann werden wir ärgerlich. Dann kommt das Negative rein. Also das ist Kama Loka. Das ist die Welt von den Hindernissen, von den 5 Hindernissen, die ich gerade erwähnt habe. Ja, letztendlich kommt das alles aus Begierde raus. Und dann in dem höheren Bereich vom Kama Loka gibt es diese Zugangskonzentration. Das ist eigentlich das Übergangsbereich. Das ist der Bereich, der Zugang bietet zu den höheren Ebenen. Ja? Hier gibt es höheres Bewusstsein, das ist im Rupa Loka. Rupa Loka, Rupa bedeutet so etwas wie Form oder archetypische Form. Rupa Loka ist eher die Welt nicht von Objekten, so wie wir die kennen, Objekten, die wir mit den Sinnen wahrnehmen können, aber es ist eher, ja, man kann sagen, Objekten, die man mit dem Geist wahrnehmen kann. Es ist die Welt der Imagination, die Welt der geistigen Qualitäten, kann man auch sagen. Also wenn wir über höheres Bewusstsein reden, über Verweilen im höheren Bewusstsein, Samadhi, dann bedeutet das Verweilen in diese höheren Welten, Rupa Loka und Arupa Loka. Arupa Loka ist noch eine höhere Welt, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, es sind noch verfeindere Geisteszustände, aber sind für den Vortrag heute Abend nicht so wichtig. Aber worüber ich mehr erzählen möchte, ist diese Rupa Loka, ja, diese zweite Bewusstseinsebene, wo wir durch Meditation da Zugang dazu haben. Und in dieser Ebene gibt es 4 Stufen. Das sind die 4 Dhyanas. 4 Stufen von höherem Bewusstsein. Und alle Dhyanas werde ich jetzt beschreiben. Also es fängt an mit dem ersten Dhyana. Also diese erste Dhyana gleicht sehr die Zugangskonzentration. Ja, sehr ähnlich. Aber es ist viel tiefer, viel stabiler. Das traditionelle Bild, das man für diese Stufe des Bewusstseins hat, ist, was wir von dem Buddha bekommen haben, ist, dass es ist, als ob man Seife und Wasser, Seifeflocken, ja, womit man seine Wasche macht, Seife und Wasser zusammenfügt und da eine Pasta rausmacht. Ja. Und diese Pasta ist völlig glatt. Da kann man nach einer Weile keinen Unterschied mehr machen, was Wasser ist, und keinen Unterschied mehr machen, was Seife ist. Das ist völlig gemischt und sehr harmonisch gemischt. Also dieses Bild deutet an, dass in diese erste Dhyana all unsere bewusste und unbewusste Energien sind miteinander gemischt. Ja, und die kommen zusammen. Und man kann da nicht mehr so genau Unterschied machen, was genau bewusst ist oder was unbewusst ist. Es gibt eine homogene Mischung. Diese Phase der Konzentration, die Phase von Samadhi, wird auch die Phase von Integration genannt. Ja? Bewusstsein und Unbewusstsein sind miteinander integriert, sind zusammengekommen. Alle Energien sind zusammen und in eine Richtung, miteinander in Harmonie. Also Integration. Diese Phase von Bewusstsein hat 5 Charakteristiken. Und 3 davon, oder 2 jedenfalls, kennen wir schon. Diese 5 Charakteristiken nennt man die 5 Dhyana-Faktoren oder die 5 Vertiefungsfaktoren. Der erste Faktor ist Vitarka. Und Vitarka ist eine Art von Fähigkeit, die Aufmerksamkeit beim Meditationsobjekt zu halten. Ja? Also wir haben das Meditationsobjekt vor uns, sozusagen den Atem, und wir versuchen die Aufmerksamkeit von unserer Ablenkung weg zu diesem Meditationsobjekt zu bringen und dann dabei zu halten. Vitarka ist die Fähigkeit, das zu tun. Ja? Manchmal wird es übersetzt mit anfängliches Denken. Es sind Gedanken, die dafür sorgen, dass unsere Aufmerksamkeit anfängt, sich mit dem Meditationsobjekt zu beschäftigen und dabei bleiben kann. Dann die zweite Vertiefungsfaktor ist Vichara. Und Vichara ist die Fähigkeit, das Meditationsobjekt zu erforschen. Also wenn wir es geschafft haben, mit unserer Aufmerksamkeit beim Meditationsobjekt, beim Atem zum Beispiel, zu kommen, dann ist diese zweite Fähigkeit die Fähigkeit,
dieses Objekt auch wirklich zu untersuchen, zu erforschen, zu spüren. Ja, wie ist dann dieser Atem eigentlich? Wie fühlt sich das an? Ja, was sind die unterschiedlichen Aspekte? Also tiefer und tiefer in den Atem reinzugehen. Und das sind auch noch gedankliche Prozesse. Ja. So, die ersten beiden Faktoren sind beide Arten von Gedanken. Gerichtete, klare Gedanken, die dafür sorgen, dass wir beim Meditationsobjekt kommen, dabei bleiben und das tiefer und tiefer erforschen. Dann der dritte Vertiefungsfaktor ist Priti. Das kennen wir schon. Freude. Intensive Freude, Verzückung. Das, was wir auch im Spiralenpfad gefunden haben. Also wenn wir mehr und mehr konzentriert werden, wenn wir auch in Dhyana, in den ersten Dhyana rein sind, dann ist diese Freude sehr stark, sehr intensiv. Dann der vierte Faktor ist Sukha. Haben wir auch schon begegnet. Also die Glücksgefühle, die kommen, wenn auch die körperliche Verzückung sozusagen zur Ruhe kommt. Also diese erste Dhyana ist auch gekennzeichnet von starken Glücksgefühlen. So, beide sind anwesend, intensive Freude und starke Glücksgefühle. Und dann die fünfte Faktor ist Ekagata. Und Ekagata ist auch eine Art von Konzentration, ist Einspitzigkeit. Das Vermögen, wirklich mit der Aufmerksamkeit bei einem Punkt zu bleiben. Also stark verwandt auch mit Samadhi, mit Konzentration, diese Einspitzigkeit, wirklich konzentriert zu sein. Also das sind fünf Faktoren, die in dieser ersten Phase von höherem Bewusstsein sich voll entwickelt haben, voll da sind. Dann kommen wir zum zweiten Dhyana. Das zweite Dhyana ist wieder eine Vertiefung des ersten Dhyana. Und das zweite Dhyana wird vor allem davon gekennzeichnet, dass die Gedanken, die wir erstmal benutzt haben, um beim Meditationsobjekt zu kommen, dabei zu bleiben und das zu erforschen, Vitaka, Vichara, die sind da zur Ruhe gekommen. Und wir sind sozusagen ohne Gedanken, ohne führende Gedanken. In dieser Phase kann es sein, dass es noch sehr, sehr, sehr feine Gedanken gibt. Ja? Sehr, die sind fast so fein, dass man sie nicht mehr merkt. Das ist nur ein Wort, was vielleicht mal im Geist kommt. Manche Menschen denken, dass wenn man nicht denkt, dann lebt man nicht mehr. Hä? Dann ist man tot. Ja? Lebendig zu sein bedeutet, dass man denkt. Das ist auch für die meisten von uns ist das unsere Erfahrung. Hä? Ich bin, weil ich denke. Hä? Cogito ergo sum, so etwas? Oder ist das umgekehrt? Nee, das ist, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Also, dann kriegt man das Gefühl, ja, wenn meine Gedanken aufhören, bin ich dann nicht tot, dann hört doch alles auf. Aber das ist nicht so. Wenn Gedanken aufhören, was dann entsteht, ist ein sehr, sehr klares Bewusstsein. Also, man ist sehr, sehr gewahr. Und das ist ein sehr reines Gewahrsein. Und dieses Gewahrsein ist auch noch ergänzt mit Freude und Glücksgefühle. Und es ist gekennzeichnet auch von einer großen Ruhe. Und ja, auch das Gefühl, was dazu gehört, ist auch eine riesige Erleichterung, dass endlich mal diese Gedanken zur Ruhe gekommen sind. Ja. Wir können uns kaum vorstellen, was für eine, was für eine Unruhe Gedanken eigentlich sind oder was für eine Unruhe im Geist Gedanken eigentlich bringen. Ja. Und das geht ständig weiter, immer weiter. Es ist, als ob man auf eine sehr volle Kreuzung in einer Stadt steht, ja, wo mehrere Wege zusammenkommen. Man steht mitten auf diese Kreuzung und mitten auf dem Tag, wenn sehr viel Verkehr da ist, man steht da mitten drauf und kommen ständig so Autos vorbei von alle Richtungen. Ja, das ist, was unsere Geist normalerweise ist. Aber wenn unsere Gedanken zur Ruhe kommen, ist es so, als ob man noch steht man noch immer auf die Kreuzung, aber es gibt keinen Verkehr mehr, kein Autos, nichts. Ja, absolute Ruhe. Und so ist diese Erfahrung vom zweiten Dhyana. Es ist sehr schön, dass es alles zur Ruhe gekommen ist. Und sehr befriedigend. Das Bild, was der Buddha wieder für diesen Zustand gibt, ist, dass es ist wie ein großer, völlig ruhiger See. Ja? Und diese See, die Oberfläche von diesem See ist völlig glatt, es gibt keinen Wind. Und in diesem See gibt es ganz unten im Boden gibt es einen Brunnen. Und durch diese Brunnen kommt frisches Wasser in diesen See rein. Also diese See ist unser Bewusstsein. Ja, unser Bewusstsein ist in diesem Augenblick klar und ruhig. Und diese Brunnen, das ist das höhere Bewusstsein. Diese höhere Bewusstseinsebene, die sozusagen in diesem See reinkommt. Die neue Energie in diesen See von unserem Bewusstsein reinbringt. Diese Phase wird auch die Phase von Inspiration genannt. Ja,
Man kann sich vorstellen, wenn ein Künstler sehr inspiriert ist, dass er auch so begeistert wird von etwas, was außerhalb ihm selbst sozusagen in ihm reinkommt. So eine höhere Inspiration, etwas, was von den Musen sozusagen in ihm reingeblasen wird. Und das Bild von dieser See hat auch etwas. Da kommt in unserem normalen Bewusstsein etwas rein, was von einer anderen Ebene kommt, von einer höheren Ebene. Jetzt gibt es von den 5 Vertiefungsfaktoren nur noch 3. Ja? Diese 2 Arten von Gedanken, Vitaka und Vichara, sind verschwunden. Und wir haben noch Freude, Kriti, Glücksgefühle, Sukha und Einspitzigkeit, Ekagata. Aber es geht weiter. 3. Dhyana. Das 3. Dhyana ist eine Vertiefung des 2. Dhyanas. Und diese Dhyana wird vor allem davon gekennzeichnet, dass die Freude völlig zur Ruhe gekommen ist. Und wir sozusagen nur noch glücklich sind. Und sehr konzentriert. Ja? Auch Freude hat eine bestimmte Art von Unruhe in sich. Und wenn diese Unruhe zur Ruhe kommt, dann ist dieser Zustand, die entsteht, noch verfeinter, noch klarer. Also diese 3. Dhyana ist wieder eine Phase von sehr klares Bewusstsein, ergänzt mit Glücksgefühlen. Also man ist sehr, sehr klar, innerlich extrem ruhig, keine Gedanken, sogar keine Freude. Dies ist noch besser als Freude, dies ist reines Glück. Und das traditionelle Bild, was es hier gibt, ist das von einem Lotusblüten in einem Teich. Und das Wasser, diese Lotusblüten hat das Wasser vom Teich völlig in sich rein absorbiert. Ja, also es gibt diese Blüten, aber es ist völlig gefüllt mit dem Wasser aus dem Teich. Also diese Lotusblüten ist sozusagen unser Bewusstsein, unser Geist. Und das Wasser hier ist das höhere Bewusstsein, was völlig absorbiert ist. Ja, also unser Geist ist völlig durchdrungen von einem höheren Bewusstsein. Und das nennt man auch die Phase der Durchdringung. Ja, wir sind völlig durchdrungen von einem höheren Bewusstsein. Und jetzt gibt es nur noch 2 Vertiefungsfaktoren. Ja, so ist noch, unser Geist ist noch einfacher geworden sozusagen. Es gibt Glückseligkeit, Sukha und Einspitzigkeit, Ekagata. Es geht noch immer weiter. Jetzt kommt das 4. Dhyana. Und das 4. Dhyana ist wieder eine Vertiefung vom 3. Dhyana. Und diese 4. Dhyana wird vor allem gekennzeichnet von Gleichmut oder emotionale Gleichgewicht. Man könnte sagen, dass sogar Glücksgefühle noch unruhig sind. Da gibt es noch ein bisschen Unruhe drin. Der Geist ist absolut ruhig, wenn auch Glücksgefühle sozusagen aufhören und transformiert werden in Gleichmut, in emotionale Gleichgewicht. Es ist keine Gleichgültigkeit. Ja? Also diese Phase von Bewusstsein ist extrem klares Bewusstsein, extrem klares Gewahrsein, was emotional ja völlig balanciert ist, aber nicht gleichgültig. Das traditionelle Bild, was wir hier haben, ist von einem Mann, der auf einem sehr heißen Tag, nach einem langen Tag, ein Bad genommen hat. Ja? Er hat sich völlig erfrischt und er kommt aus diesem Bad raus und wickelt sich ein in einen weißen Mantel und fühlt sich dann völlig frisch, ja, völlig erneuert sozusagen. Dieser Mann ist unser Bewusstsein und dieser Bademantel ist wie ein Schutzschicht, die unser Bewusstsein um sich rum hat. Und es ist eine Schutzschicht von positivem Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist so stark, dass es strahlt. Es strahlt etwas aus nach außen. Und deshalb wird diese Phase auch diese Phase des Strahlens genannt. Also jemand, der in diesem Zustand ist, da kann man auch von außen so zu merken, dass das so ist. Da kommt eine Strahlung raus, eine sehr, sehr große Kraft und Positivität. Auch jetzt sind noch 2 Vertiefungsfaktoren da. Ja, Ekagata, Konzentration, Einspitzigkeit ist noch immer da. Und die Glücksgefühle, Sukha, hat sich verwandelt in Gleichmut oder Upeksha. So ein neuer Dhyana, ein neuer Vertiefungsfaktor hier. Also das sind die 4 Dhyanas, 4 höhere Bewusstseinszustände, die ich hoffentlich so beschrieben habe, dass er ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, dass es auch sehr, sehr schöne Erfahrungen sind. Jetzt kann vielleicht die Frage entstehen, wie erreichbar sind solche Dhyanas für uns? Ja? Also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wie erreichbar diese Zustände sind, weil das hängt von der Person selbst ab. Aber ganz allgemein kann man sagen, dass Zugangskonzentration kann man eigentlich innerhalb der ersten paar Wochen erfahren, dass man anfängt zu meditieren.
Und wenn Bedingungen gut sind, so wie hier, dann kann man es eigentlich ziemlich schnell, nach einigen Tagen, kann man das schon erfahren. Und hier auf Retreat ist es auch möglich, dass einige von euch vielleicht so erste Erfahrungen vom ersten Dhyana haben. Wenn Bedingungen wirklich gut sind und wenn man sich wirklich bemüht und wenn man sozusagen eine relativ ausbalancierte Persönlichkeit hat, ist das möglich. Für andere Leute, die nicht so regelmäßig meditieren und wenn die Bedingungen nicht so optimal sind, kann es vielleicht länger dauern. Es kann vielleicht Monate dauern, ja vielleicht Jahre. Das ist sehr abhängig. Aber jedenfalls kann man sagen, dass für Menschen, die sich ernsthaft bemühen, eine regelmäßige Meditationspraxis aufzubauen, dass Zugangskonzentration und erste Dhyana früher oder später erreichbar sein. Das zweite Dhyana, da würde ich sagen, im Allgemeinen wieder, wird eher entstehen, wenn man schon länger Erfahrung mit Meditation hat und wenn man gute Bedingungen hat, zum Beispiel hier auf Retreat. Und die höhere Dhyanas, würde ich sagen, da ist es wichtig, dass man ein sehr, sehr starkes Vertrauen auch hat im Buddhismus und dass man viel meditiert und über längere Zeit ideale Bedingungen hat. Zum Beispiel, dass man in einem Retreatzentrum wohnt, ja, oder lebt und da ständig viel meditiert. Aber auch da kann es kann sein, dass man sein ganzes Leben lang in einem Retreatzentrum wohnt und nicht weiterkommt als im ersten Dhyana. Das ist sehr abhängig. Und es kann sein, dass manche Leute vielleicht sehr, sehr gute intuitive Fähigkeiten haben und das ziemlich schnell erreichen. Also gibt es enorme Variation. Aber jedenfalls, diese erste Phase von dem ersten Dhyana, die schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist, ist doch für die meisten Menschen erreichbar, würde ich sagen. Eine zweite Frage, die man stellen kann, ist, ja, was hat es dann für Sinn, diese Dhyanas zu entwickeln? Was bringt uns das? Erstmal, was es uns bringt, ist, dass wenn wir Dhyana entwickeln, dann werden die vorherigen Stufen auf den Spiralpfad werden viel stabiler. Ja? Also unsere Pretti wird viel stabiler, unsere Sukha wird stabiler, ja? Auch unsere Vertrauen wird viel stabiler. Also alle vorherigen Stufen, die werden vertieft, die werden stabiler und kräftiger. Dann sind die Dhyanas auch Vorbereitung und Voraussetzung, eine teilweise Voraussetzung, für die Entwicklung von Einsicht. Wenn man Einsicht in der Wirklichkeit erlangen will, ja, wenn man die Dinge sehen will, so wie sie sind, dann braucht man konzentrierte Geisteszustände. Ja. Dann braucht man kein vierte Dhyana dafür. Man sagt im Allgemeinen, man kann schon Einsicht entwickeln, wenn man Zugangskonzentration oder erste Dhyana erfährt. Eigentlich braucht man drei geistige Qualitäten, um Einsicht zu erlangen. Erst braucht man Klarheit und Achtsamkeit. Wenn man sehen will, wie die Dinge sind, wie sie wirklich sind, muss man klar sein und Achtsamkeit haben. Wirklich richtig wahrnehmen. Und die Hauptmeditation, die uns dafür vorbereitet, ist die Vergegenwärtigung des Atems. Das ist die Meditation, die uns Klarheit und Bewusstheit bringt. Dann die zweite Qualität, die man haben muss für das Erreichen von Einsicht, ist Positivität, Metta. Weil die Wirklichkeit kann ziemlich erschütternd sein. Wenn wir wirklich sehen, wie die Wirklichkeit ist, wie die Dinge sind, dann kann das eine Erfahrung sein, die uns erstmal durcheinander schüttelt, ja, die uns schockiert. Und wir brauchen eine große Positivität, um das annehmen zu können, ja, was wir wahrnehmen, um das annehmen zu können. Wenn wir diese Positivität nicht haben, dann können zwei Sachen passieren. Wir können es völlig verdrängen, ja, und verlieren. Oder es kann uns auch aus unserem geistigen Gleichgewicht bringen. Dann, die dritte Qualität, die wir brauchen, ist eine stabile Konzentration. Und das ist nötig, um die Wirklichkeit voll zu durchdringen, ja, voll reinzugehen. Dafür müssen wir konzentriert sein. Wenn wir ständig abgelenkt sind, haben wir nicht die gerichtete Energie, um reinzugehen, sozusagen, in die Wirklichkeit reinzugehen. Und Dhyana kann uns dabei helfen, diese stabile, feste Konzentration zu entwickeln. Ja, wir sind dann eigentlich im Bereich gekommen von der nächsten Stufe im Spiralpfad, und das ist Einsicht. Aber das muss dann warten bis morgen.